Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, ich stelle euch heute wieder ein paar Brettspiele aus der Sammlung des Rheingauer Brettspieltreff vor. Alle vorgestellten Spiele können natürlich auf Wunsch an den Spieleabenden des Rheingauer Brettspieltreffs getestet, ausprobiert und gespielt werden. Ich möchte euch heute Spiele des Spielverlages Asmodee vorstellen. Innerhalb der Asmodee Group Deutschland haben sich viele Spielverlage zusammengeschlossen. Die Spielverlage bringen ihre Spiele unter ihrem Namen heraus und Asmodee übernimmt dann den Vertrieb innerhalb Deutschlands. Beginnen möchte ich mit dem Spielverlag Space Cowboys, der im Jahr 2014 das Spiel Splendor herausgebracht hat. Wie ihr seht, war Splendor auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres 2014. Splendor ist ein Spiel für zwei Personen ab 10 Jahren. Das nächste Spiel ist Elysium. Elysium ist ein Spiel aus dem Jahr 2015 für 2 bis 4 Mitspieler ab 14 Jahren. Geht also in den Bereich des Kennerspiels. Auf der Nominierungsliste für das Kennerspiel des Jahres 2016 war das Spiel Time Stories. Time Stories ist ein Spiel für 2 bis 4 Mitspieler ab 12 Jahren, also Bereich Kennerspiel. In 2018 kam das Spiel Orbis heraus. Orbis ist ein Spiel für 2 bis 4 Mitspieler ab 10 Jahren. Ebenfalls in 2018 kam das Spiel Unlock heraus, ein kooperatives Spiel für 1 bis 6 Mitspieler ab 10 Jahren. Hier versuchen wir Rätsel zu lösen und dies natürlich so schnell wie möglich. Der nächste Spielverlag, den ich euch vorstellen möchte, ist Days of Wonders. Hier haben wir zum Beispiel das Spiel des Jahres 2004, Zug um Zug. Zug um Zug ist ein Spiel für 2 bis 5 Mitspieler ab 8 Jahren. Das nächste Spiel von Days of Wonders ist Small World. Small World gibt es mit vielen Erweiterungen und das erste Spiel kam 2009, ist 2009 erschienen, hat dort auch gleich einige Preise bekommen. Den Wiener Spieleakademiepreis Spielehit für Experten und bei dem Deutschen Spielepreis hat es den 5. Platz gemacht. Small World ist ein Spiel für 2 bis 5 Mitspieler ab 8 Jahren. Hier ist ein Spiel aus 2018, das Spiel The River. The River ist ein Spiel für 2 bis 4 Mitspieler ab 8 Jahren. Der nächste Spieleverlag,
der in Zusammenarbeit mit Asmodee ist, ist der Spieleverlag Libelud. Libelud hat, wie ihr seht, mit dem Spiel Dixit den Spielepreis des Jahres 2010 gewonnen. Dixit ist ein Spiel für 3 bis 6 Mitspieler ab 8 Jahren. Dann haben wir hier noch das Spiel Dice Forge. Dice Forge ist ein Spiel für 2 bis 4 Mitspieler ab 10 Jahren. Das Witzige an diesem Spiel ist, dass man die Würfel, die man hier im Spielverlauf verwendet, selber zusammenstellen kann, indem man die Würfelseiten neu gestalten kann. Der nächste Spielverlag ist der CGE, Zesch Games Edition. Hier haben wir das Spiel des Jahres 2016, das Spiel Codenames. Codenames ist ein Spiel für 2 bis 8 Mitspieler ab 10 Jahren. Das nächste Spiel ist von dem Verlag Runio Creations, das Spiel Newton. Newton ist ein Spiel für 2 bis 4 Mitspieler ab 12 Jahren. Jetzt haben wir 2 Spiele vom Spielverlag Repus Production bzw. Lutonaute. Hier haben wir das Kennerspiel des Jahres 2011, Seven Wonders. Seven Wonders ist ein Spiel für 2 bis 7 Mitspieler ab 10 Jahren und dauert 30 bis 45 Minuten. Und noch ein Spiel des Jahres, nämlich Spiel des Jahres 2015, Cold Express. Cold Express ist ein Spiel für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahren. Das nächste Spiel ist vom Verlag Blue Orange, das Spiel Photosynthese. Das Spiel ist für 2 bis 4 Mitspieler ab 8 Jahren. Vom Hurricane Verlag ist das Spiel Augustus. Augustus war 2013 nominiert zum Spiel des Jahres, hat in 2013 auch einen Preis für den Spielehit der Wiener Spieleakademie bekommen. Augustus ist ein Spiel für 2 bis 6 Mitspieler ab 8 Jahren. Dann haben wir noch ein Spiel vom Z-Man Games Verlag, Pandemic Legacy, ein kooperatives Spiel, in dem wir versuchen, die Welt vor einer Pandemie zu retten. Seuchenausbruch, und wir müssen versuchen, so schnell wie möglich die Heilmittel dafür zu besorgen. Ein Spiel für 2 bis 4 Mitspieler ab 14 Jahren. Asmodee vertreibt auch die Spiele von Lookout Games und Hans im Glück. Spiele von diesen Spielverlagen möchte ich aber dann in einem extra Video nochmal vorstellen. Das waren heute Spiele von der Asmodee Group, ein Zusammenschluss einiger Spieleverlage,
die sehr erfolgreiche Spiele auf den Markt gebracht haben. Wie gesagt, alle vorgestellten Spiele können an den Spieleabenden des Rheingauer Brettspieltreffs ausprobiert, getestet und gespielt werden. Viel Spaß!